Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bei unserem Format Sinn des Lebens. Was ist los mit unserer Selbstheilkraft? Gibt es diese noch? Oder wurde sie seit 2020 sukzessive zwangsdelegiert, geopfert, zugunsten von finanziellen Interessen einer Industrie, welche die einzig wahre Heilung, sozusagen die offizielle Heilung verspricht? Über diesen Themenkomplex unterhalte ich mich gleich mit dem Autor und Experten für Selbstheilkraft, Klaus Medikus. Bleiben Sie dran! Hallo Klaus, herzlich willkommen! Hallo Rolf, grüß dich! Viele Leute fragen sich, was da seit 2020 schiefläuft in unserer Welt und wie das überhaupt so weit kommen konnte. Ist ein Leben ohne Pharmakonsum überhaupt noch möglich? Und hängen Grundrechte und Menschenrechte immer mehr von Pharmakonsum ab? Wie siehst du das? Ja, aus meiner Sicht ist seit 2020 einfach für mehr Menschen etwas sichtbar geworden, das aber schon seit Jahrzehnten vorbereitet wurde. Und das schon ein Phänomen ist, das nicht 2020 neu erfunden worden ist. Wir geben immer mehr Geld sozusagen vom Bruttoinlandsprodukt aus, also vom verfügbaren Einkommen, das wir haben, für sogenannte, kann man das sagen, Kosten im Gesundheitswesen oder also diese Kostenexplosion ist ja ein Phänomen, das seit 40 Jahren schon diskutiert wird. Und die geht aber die Kurve immer weiter hoch. Also immer mehr Prozent des verfügbaren Einkommens wird für den pharmazeutisch-medizinischen Komplex ausgegeben. Und das ist ja erstmal ein Phänomen. Und wenn wir das dann runterbrechen, dann, ja, es ist halt so. Also ja, beispielsweise in den 90er Jahren im Geschäftsbericht von Siemens, da war eine spannende Stelle drin. So Geschäftsbericht ist ja für die Investoren, Aktionäre von Siemens. Und da stand drin, dass sich also Siemens, also wie gesagt 90er Jahre noch, ich glaube es war Regierung Kohl damals, ja, oder Schröder, stand drin, ja, diese Aktiengesellschaft verabschiedet sich aus einem ganz wichtigen Bereich der Kernkraft. Also die KWU verabschieden wir, geben wir auf und ist aber kein Problem, weil Deutschland wird sich in einem Zeitrahmen aus der Atomkraft verabschieden. Plan kann gut sein, kann schlecht sein, ist erstmal so. Dafür bauen wir einen neuen Geschäftszweig auf, Medizintechnik. Und dann stand dort drin, dort sind Renditen möglich, wie wir sie sonst nirgends haben. Interessant. Also zu sagen, da wird Investoren schon etwas vorgestellt. Und wenn du die ganzen Ausstattungen für Krankenhäuser nimmst, wie viele Hersteller gibt's denn? Und dieses hochtechnische Gerät und immer mehr normale Arztpraxen sind hochtechnisch ausgestattet mit Geräten mit einer Halbwertzeit von maximal 10 Jahren, oft 3 Jahren, 4 Jahren, 5 Jahren. Und zu sagen, da wird ganz viel investiert und jetzt eine große Aktiengesellschaft sagt, oh super, da können wir richtig gut Geld verdienen. Also es ist nicht nur die pharmazeutisch-medizinische Industrie, sondern es gibt da auch noch eine technische Industrie. Und zu sagen, was läuft da eigentlich? Also müssen Bedürfnisse geschaffen werden, um diese Technologie auch anwenden zu können und den Einsatz rechtfertigen zu können? Also ich glaube, es ist jetzt fast 10 Jahre her, wie ich mein zweites Buch geschrieben habe, wo es um das Thema Heilung aus unserem Inneren geht.
habe ich mit mehreren Verlagen gesprochen, Inprint, also Tochtergesellschaft aus dem großen Verlag, der weltweit, ich glaube, 90% des Buchmarktes ausmacht. Er war dort eine Tochterverlag, der gesagt hat, ja, klingt gut, machen wir. Dann habe ich so das Rohkonzept hingeschickt. Und dann hat die Lektorin oder ja die Begleiterin dort aus dem Verlag so freundlich gesagt, ich soll doch mal vorbeikommen. Also sie stellen dort die Frage, ob wir eine Gesundheitsindustrie, ob wir ein Gesundheitswesen haben und geben sozusagen als offene Frage rein, es sei ein Krankheitssystem. Also ja, wenn Sie das rausstreichen, verlegen wir das Buch gerne. Mhm. Wenn Sie das drin lassen, kündigen wir den Vertrag. Also es darf nicht mal darüber gesprochen werden, wie entsteht denn Gesundheit, wie entsteht Krankheit. Und in einem Krankheitssystem, das lebt davon, dass immer mehr Menschen sich als krank definieren und Dienstleistungen technischer Art oder pharmazeutischer Art aus diesem System beziehen. Also lebt von Abhängigkeiten. Also die Rüstungsindustrie lebt von Kriegen. Mhm. Also das Schlimmste für die Rüstungsindustrie ist Frieden. Also da bräuchte man ja keine Rüstungsindustrie mehr. Das Schlimmste für eine Krankheitsindustrie ist Gesundheit. Und ungefähr bis in die 70er Jahre gab es noch den Begriff iatrogene Erkrankungen. Und da gab es doch tatsächlich also Menschen, also Experten, die gesagt haben, das ist vielleicht die höchste Todesursache. Iatros ist griechisch der Arzt, also Tod durch medizinische Behandlung. Mhm. Und das sei die häufigste Todesursache. Aber darüber dürfen wir nicht sprechen. Darüber dürfen keine Statistiken entstehen. So wie es ja zu bestimmten Therapieformen auch keine Statistiken geben darf, möglichst keine Obduktionen, durch was entstehen denn Tote? Woran sterben denn die Menschen? Sterben die vielleicht gerade an der Therapie? Das stellen sich ja seit 2021 zunehmend Menschen die Frage. Mhm. Aber auch die Frage darf ja nicht mal gestellt werden. Mhm. Jeder Experte, der dazu etwas sagt, wird sofort medial ausgegrenzt. Und meine persönliche Erfahrung ist einfach schlichtweg, Gesundheit entsteht durch etwas ganz anderes, entsteht aus unserem Inneren. Und zu sagen, erst wenn wir wie den Frame hinter uns lassen, also ich bin ein mechanisches, reparaturanfälliges System, das möglichst gut in dieser Gesellschaft funktionieren soll und eben ein paar Mal repariert wird. Und ich nehme die Metapher wie von meinem Auto und ja, und dann ist halt irgendwann die Spanne weg und das Auto landet am Schrottplatz und dann ist halt meine Lebensspanne um. Und ich finde es ein sehr, also nicht sehr lustvolles Lebenskonzept. Die Grundlage für Verordnungen und Einsatz von medizinischen Mitteln, sei es jetzt technisch, pharmazeutisch, sind ja Diagnosen, die mal irgendwann gestellt werden aufgrund von bestimmten Symptomen. Kann man auch ohne Diagnosen arbeiten, also gerade jetzt zum Beispiel in deiner Arbeit, wie handhabst du das? Ja, das ist ja genau eine der Grundlagen. Also was sind denn unsere ganzen wissenschaftlichen Konzepte und damit Diagnosen? Modellhafter Realismus. Also da wird ein Modell genommen und das wird zur Wirklichkeit erklärt. Mhm. Nur es ist eine Landkarte und es ist nicht die Wirklichkeit. Und viele Menschen, die ich erlebe, also was mir viele Menschen erzählen, ist ja,
sie haben Symptome, die passen nicht in die Klassifizierung, in die Schubladen hinein. Und dann muss ein Behandler quasi irgendeine Schublade aufmachen. Ach, wir stecken sie mal in die Schublade rein. Und dann läuft quasi ein Medikationsplan an. Ob der passt oder nicht. Aber wenn einmal die Diagnose, die Wirklichkeit geschaffen wurde und alle dran glauben, dann scheint es die Wirklichkeit zu sein. Und die andere Art und Weise ist nicht mit Schubladierungen zu arbeiten, nicht mit Etiketten zu arbeiten, sondern mit Präsenz, mit der Wahrnehmung im Augenblick. Spannend. Also nehmen wir an, jemand hat eine Diagnose bekommen mit einer lebensbedrohlichen Krankheit. So der Klassiker wäre jetzt beispielsweise das Etikett Krebs. Da ist ja die eine Frage, was ist das wirklich? Mhm. Also das Phänomen, dass bestimmte Zellgruppen gegen andere Zellgruppen kämpfen. Ist ja erstmal ein Phänomen, 70 Billionen Zellen in Aktion und plötzlich fangen bestimmte Zellen an, die anderen zu bekriegen. Man könnte auch sagen, Bürgerkrieg im Zellsystem. Ja. Und jetzt wird mit meist chemischen Präparaten versucht, dort etwas wegzumachen. Also gegen diesen Bürgerkrieg marschieren Panzer auf. Aber die machen erstmal alles platt. Vielleicht wäre ja die Frage ganz sinnvoll. Ah, hier ist Bürgerkrieg im Zellsystem. Lass uns doch mal schauen, wie in dir Gedanken, Gefühle, Empfindungen elektrische, elektromagnetische, biochemische Prozesse auslösen, die nicht gerade in den Frieden führen, sondern in den Krieg führen. Ja, ich bin so überhaupt nicht richtig, so wie ich bin. Ich müsste irgendwie ganz anders sein. Brrr, fängt jemand das Lossprudeln an. Auch spannend. Dann lass uns doch genau das anschauen, wo du schon von deinen Gedanken, dem Gedankenkarussell, einen Krieg in dir wahrnimmst, wo bestimmte Gedanken gegeneinander kämpfen. Und dann, ich müsste anders sein. Und diese Gedanken werden elektrisch, elektromagnetisch, biochemisch geladen. Und schon entsteht aus reinem Geist, aus reiner Information Energie. Und die Wirklichkeit, schupp, ist da. Aber auf der Ebene, wie aus Bewusstsein Wirklichkeit wird, die wird halt heute in einer materialistischen Weltsicht vollkommen ausgeklammert. Mhm. Und dann bekommt es das Etikett, es sei esoterisch. Also ich frage mich ja manchmal, ob vieles von dem, was wir als wissenschaftlich bezeichnen, esoterisch ist, weil es ein Glaube an Konzepte ist. Ja, und da werden auch die Diagnosen natürlich aufgrund dieser Konzepte dann gestellt. In der Szene ist es ja vollkommen unbekannt, mit Präsenz im Augenblick zu arbeiten. Mhm. Also was nimmst du denn da wahr? Also das wäre ja geradezu eine Form einer Gotteslästerung. Also wenn du da irgendwelche Gefühle hast, mit denen du nicht zurechtkommst, ja, dann kann ich dir noch was aufschreiben, dann spürst du das alles nicht mehr. Sozusagen die Wahrnehmung zu dämpfen oder die Wahrnehmung zu öffnen. Und Heilung, Veränderung entsteht über eine offene Wahrnehmung. Das sind völlig andere Ansätze. Das ist als erstes mal ein kulturspezifisches Phänomen, das in uns aber eine Lebendigkeit kriegt, das du aber ganz konkret in jedem Augenblick in dir erleben kannst. Das Einzige, was wichtig ist, ist diese Neugierde zu erwecken. Hey, wie mache ich denn das, was ich da mache? Wie ist denn das jetzt gerade in dem Zusammenhang mit deinem Beispiel mit dem Bürgerkrieg im Zellsystem? Also ich sehe absolut, dass präventiv
so ein Bürgerkrieg verhindert werden kann. Wenn er jetzt schon im vollen Gange ist und böse Zellen, die guten Zellen, sagen wir es mal einfach, zerstört haben, ist das ein Ansatz, der begleitend zu einem chemischen Ansatz zum Zuge kommen sollte? Ich möchte mit dieser Frage darauf hinaus, irgendwo sind wir wahrscheinlich in einem Zustand, wo sich ein chemischer, pharmazeutischer Ansatz, weil wir eben schon so weit sind in diesem Bürgerkrieg im Zellsystem, nicht mehr verhindern lässt. Kannst du dich damit einverstanden erklären, also dass das dann parallel laufen könnte oder dass es Akutsituationen gibt, wo man einfach wirklich mit der chemischen Keule zu Recht eben arbeitet? Also grundsätzlich habe ich dazu überhaupt keine Meinung. Mhm. Also zu sagen, wenn es mit dir stimmig ist und in dir das Schwingen anfängt und du sagst, ja, aus meiner Lebendigkeit heraus entscheide ich mich dafür. Super, also viel Erfolg damit. Nur die meisten Menschen gehen aus einer Angst heraus. Mhm. Und zu sagen, da würde ich erstmal überhaupt nicht das eine oder das andere sehen. So, bevor dich die Frage bewegt, hast du Lust, sollen wir mal schauen, was dich wissen lässt, dass diese Angst so ein starkes Gewicht in dir bekommt. Und damit wird der Fokus der Aufmerksamkeit geändert. Mhm. Zu sagen, wenn ich übers Defizit die Aufmerksamkeit steuere, dann bin ich mir ziemlich sicher, wird das Defizit Wirklichkeit werden. Ja. Wenn ich dagegen sage, lass uns einfach mal wie diese Fragestellung zur Seite schieben und erleben, wo führt mich die Angst hin, dann könnte ein völlig anderes Feld eröffnet werden und es kann etwas passieren, das wir in unserem konventionellen Kontext als Wunder bezeichnen. Aber Wunder ist ja lediglich, dass wir kein Konzept haben, was da passiert. Also vielleicht könnten überall täglich Wunder passieren, wenn wir es schaffen, unsere neuronalen Verschaltungen im Gehirn zu verändern. Und das heißt, die Art und Weise, wie wir denken, fühlen und empfinden. Mhm. Und je radikaler wir die Art, wie wir denken, fühlen und empfinden, in Frage stellen und zu sagen, ja, das ist halt das, wo ich momentan Gebrauch von mache. Aber ob das die Wirklichkeit ist, ob ich das bin, das weiß ich nicht. Und dieses aus der Präsenz im Augenblick neue Wirklichkeiten zu erleben, weil die Vergangenheit existiert nicht, die Zukunft existiert nicht. Nur in unserem Kopf findet etwas statt und in erster Linie über den Neokortex, dass Unpässlichkeiten der Vergangenheit jetzt eine Wirklichkeit bekommen, mhm, eine energetische. Aber das ist ja, dass wir aus einem endlosen Informationsfeld eine Information rausholen und sagen, oh, das bin ich und deswegen geht's mir so schlecht. Und diese auf die Zukunft extrapolieren sogar. Genau, und dann, ich werde ganz fürchterlich sterben, wie bereits meine Großtante Erna. Mhm. Wenn der Gedanke in mir ist, habe ich eine hohe Wirklichkeit, genau dieses Feld zu erschaffen. Mhm. Und dazu werden Menschen nicht nur allein gelassen, sondern in diesem technisch-medizinisch-pharmazeutischen Komplex geradezu sogar noch unterstützt. Mhm. Also wenn Krieg im Zellsystem ist und kein Frieden, und dann heißt es, du musst jetzt stark sein und kämpfen, da wird mir manchmal ganz schlecht. Warst du vielleicht schon immer stark, dich nicht wahrzunehmen und hast schon immer gekämpft? Und das ist die Wirklichkeit heute einfach
der Realität im Zellsystem? Da spiegelt sich doch genau etwas. Und es ist, ich unterstütze die selben neuronalen Netzwerke, die überhaupt zu der Krankheit geführt haben. Ja. Und mach alles in einem Außenrum, wo ich ja so manchmal den Eindruck habe, was früher mal irgendwie die Folterkeller der Inquisition waren, ist heute aus Intensivstationen geworden. Also zu sagen, kann das wirklich gesund machen? Ich habe da einfach meine Zweifel dran. Mhm. Und zu sagen, es kann sein, es kann nicht sein. Aber Gesundheit, die aus Lebendigkeit entsteht, ist was völlig anderes als das, wozu uns unsere heutigen Systeme einladen, in diese Defizite zu gehen und die Abhängigkeit von irgendwelchen Spezialisten ein Leben lang zu erleben. Also da habe ich schlichtweg Zweifel. Wer in der Welt leben will, der ist herzlich eingeladen und zu sagen, du hast da tausende Angebote. Aber wenn dich eine Neugierde interessiert, wer bin ich denn und wie komme ich in meine Lebendigkeit? Da gibt es andere Ansätze. Und die hat nichts, diese Ansätze haben überhaupt nichts mit dem zu tun, wie wir immer mehr, wenn ich wieder an den Anfang komme, verfügbares Einkommen in eine Industrie setzen, die sich mit Defiziten beschäftigt. Und diese Gangart offensichtlich seit 2020 noch verschärft wurde. Also ich würde sagen, es müsste dem Letzten jetzt aufgefallen sein. Wenn ich so mich ein bisschen umschaue, habe ich den Eindruck, okay, die Masse der Menschen, 80% scheinbar, so Pareto-Prinzip, ist einfach weiter in dem Frame drin. Ja, einmal im Quartal gehe ich zum Spezialisten und vielleicht erlöst er mich von meinem Leiden und ich bin das Objekt, das irgendwie repariert und mit dem gemacht wird. Und zu sagen, ja, herzlich willkommen mit der Überzeugung. Aber wenn du was anderes erleben willst, es gibt andere Wege. Ja, eben. Wie gehst jetzt du zum Beispiel vor, wenn Leute mit aufgrund ihrer Erfahrung, also Vergangenheit, eben mit Ängsten zu dir kommen? Ach, das klingt immer am Anfang so absurd. Und ich sage, du, von Ängsten habe ich ja überhaupt keine Ahnung. Also es kann sein, dass du Angst hast oder nicht Angst hast. Das lassen wir mal völlig beiseite. Aber schilder mir doch mal, was du wahrnimmst, das dich wissen lässt, dass du Angst hast. Mhm. Weil plötzlich schildern Menschen Wahrnehmungen zum Atemmuster, zu Gedanken, zu Schweißausbrüchen. Die schildern ganz konkrete Sachen. Und wenn wir dort feiner und feiner in ein Gewahrsein gehen, was wirklich auftritt, dann tauchen immer Überzeugungen auf. Mhm. Und das braucht dieses beobachtende Bewusstsein, wie so ein Zurücklehnen. Ah, ist ja spannend, was hier auftaucht. Also indem ich beobachte, was in mir an wahrnehmbaren Phänomenen auftaucht, habe ich den ersten Schritt, um etwas zu verändern. Also ich brauche dieses beobachtende Bewusstsein, weil sonst bin ich ja gefangen in den Inhalten. Aber wer erschafft denn den Inhalt? Und es ist immer wieder dieses, wer ist Schöpfer der Inhalte und wer erschafft die Inhalte? Und wir sind gesellschaftlich komplett konditioniert, uns mit Inhalten auseinanderzusetzen. Und wir kriegen halt meistens gefremde Inhalte, also die schon in eine ganz bestimmte Richtung gehen. Und dort stecken aber regelmäßig Überzeugungen dahinter. Und mit den Überzeugungen schaffen wir unsere Wirklichkeiten. Wenn ich von der Wahrnehmung gehe, können wir immer tiefer gehen, also tiefer im Sinn feiner in der Wahrnehmung werden und aussteigen aus dem neokortikalen Bewerten
hin in ein Wahrnehmen unserer selbst, unserer 70 Billionen Zellen. Das sind Quadrillionen von Atomen am Werk. Und die werden alle über ein unsichtbares Informationsfeld gesteuert. Wer steuert denn das? Sind wir selber. Und wir haben nur kein Bewusstsein dafür, dass wir es sind. Und genau diesen Weg zu gehen, wie wir machen, was wir machen, sagen, da öffnet sich eine Reise in die Unendlichkeit des Bewusstseins. Wenn ich dagegen Funktionierfragen stelle, ja, wieso ist das so und was hat denn dazu geführt? Die sind ja sehr sinnvoll, wenn ich jetzt beispielsweise vor irgendeinem Puzzle stehe, so ein IKEA-Schrank, 200 Einzelteile und diese Teile sollen mal ein Schrank werden. Wieso muss die Schraube an die Stelle rein? Die Frage wieso ist super. Wenn ich ein Auto reparieren will, in allen mechanischen Systemen brauche ich die Frage wieso, weshalb etc. Aber es gibt so einen schönen Merksatz. Wieso ist ohne Liebe? Und das meint, es geht in den Neokortex und nicht in die tieferen Strukturen des Gehirns, die wir meist über unser Herz wahrnehmen. Aber auch in unserem Herzen nehmen wir ja ein Zusammenspiel zwischen den tieferen Strukturen des Gehirns mit dem Herzen wahr. Und dort, also den Zugang in diese tieferen Strukturen, in unsere Schwingung, zerstören logisch-analytische Fragen. Und deswegen so als Merksatz, wieso ist ohne Liebe? Das möchte ich jetzt gerade so stehen lassen. Und wenn ich mich jetzt so auf eine Reise begeben will, mein beobachtendes Bewusstsein wecken will, wo kann ich mich da informieren? Also was ich immer empfehle, erstmal auf meine Homepage zu gehen, www.klaus-medikus.com, Klaus mit K, Medikus mit C. Und dort ist die Möglichkeit für ein kostenloses Webinar, wo man nochmal mehr Informationen bekommt und eben auch die Möglichkeit für all diejenigen, die wirklich etwas in ihrem Leben grundsätzlich verändern wollen, die Möglichkeit, dass wir einfach mal drüber sprechen, was denn da alles dieses Möglichkeitsfeld ausmacht. Und das finde ich immer wieder toll. Also das sind die Möglichkeiten. Und ich bin ja von einem überzeugt, es ist viel mehr möglich als das, was wir für möglich halten. Das lassen wir jetzt genau so stehen. Danke vielmals, lieber Klaus, für deine Informationen und interessanten Ausführungen. Ich hoffe, der eine oder andere konnte sich jetzt wirklich dadurch motivieren und kann sich aufraffen. Vielen Dank. Danke, Rolf. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, unser Gespräch vermochte in Ihnen das beobachtende Bewusstsein oder den Weg dazu zu öffnen. Weitere Informationen und Kontaktangaben zu unseren Gästen finden Sie auf unserer Homepage. Vielen Dank für Ihr Interesse und schauen Sie bald wieder bei uns rein. Bis dann, ich wünsche Ihnen alles Gute.